Schönen guten Tag. Wir haben im letzten Video über die Generationen der Programmiersprachen gesprochen und haben gesehen, dort gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die eine solche Programmiersprache in den verschiedenen Generationen bietet. Heute wollen wir die Prinzipien der Programmiersprachen betrachten. Das bezeichnet man auch als Programmierparadigma oder die Paradigmen der Programmiersprachen. Und ja, was beschreiben wir mit den Paradigmen der Programmiersprache? Also dort legen wir Prinzipien fest, die eine Programmiersprache beherrschen muss. Also eine Programmiersprache hat das, was man ja in unseren Sprachen auch als Grammatik bezeichnet und so, gell? Und hat auch einen ja, bestimmten Ausdruck, was sie ausdrücken kann und was sie beherrscht, gell? Und die Paradigmen beschreiben eben genau das, gell? Was beherrscht eine Sprache, gell? Was kann sie? Und das ist jetzt nicht so sehr, ja, welche Schlüsselwörter hat sie, gell? Sondern welche Konzepte werden umgesetzt. Gell? Wir können da auch festhalten, gell? Also die Paradigmen der Programmiersprachen legen die Prinzipien einer Sprache, ihrer Fähigkeiten und ihrer Instrumente zur Programmierung fest. Gell? Okay? Das ist die Paradigmen. Das ist also nicht die Sprache selbst, sondern dass die Prinzipien sind, die man in der Sprache zur Verfügung hat. Gell? Und oft ist auch so, dass diese Paradigmen eine Sprache beschreiben. Gell? Oft werden sie auch klassifiziert. Was klassifizieren ist schwierig, weil eine Sprache oft mehrere Prinzipien unterstützt und nicht nur eines. Gell? Aber diese Paradigmen sind für uns wichtig. Gell? Und wer später mal irgendwo an der Uni ist oder so, gell, und über Programmiersprachen dann was lernen kann, der wird dann ja noch viele Stunden mit diesen Paradigmen oft verbringen. Gell? Okay, schauen wir mal. Also, grundlegend unterscheiden wir mal zwei große Klassen von Paradigmen. Gell? Dort haben wir einmal die imperativen Sprachen, gell? Also imperative Programmiersprachen. Oder Paradigmen der imperativen Programmiersprachen besagen, dass wir Programme aus einfachen Befehlen zusammenbauen, die irgendwo nach einem bestimmten Ablauf, entweder ja, in einer Sequenz, gell, nacheinander, gell, oder eben mit Kontrollstrukturen dann mit einem anderen Ablauf dann eben verarbeitet werden. Gell. Das sind die imperativen Sprachen. Gell. Also das sind die Sprachen, die uns eigentlich geläufiger sind. Gell? Also dort haben wir dann Dinge wie die Kontrollstrukturen, Unterprogramme und so weiter, mit denen wir den Ablauf kontrollieren können. Gell? Aber das Prinzip ist, man hat kleine Befehle und wenn man die richtig zusammenbaut, dann kommt ein Programm heraus. Gell? Also ja, alle von uns, die mal ein bisschen Lego gespielt haben, die können imperativ programmieren. Gell? Okay? Also deshalb sagt man ja auch, gell, Lego spielen, gell, macht doch gescheite Leute, gell, ja. Okay, also, beim Programmieren erklären wir, wie wir es machen, gell, okay? Also wir erklären, wie wir das Ganze zusammenbauen und dann kommt dann ein Programm heraus, gell, das vielleicht das tut, was wir wollen, das ist dann der Wunsch. Im Gegensatz zu diesen imperativen Prinzipien, Paradigmen, die älter sind als jetzt das nächste Deklarative, gell? Gehen wir beim Deklarativen mehr einem mathematischen Konzept nach. Gell? Also wir erklären nicht, wie wir es zusammenbauen. Wir erklären aber, was wir machen wollen. Und die Sprache muss das dann auflösen und das was machen. Gell? Das ist wie in der Mathematik, wenn wir dort eine trigonometrische Funktion haben, einen Sinus oder einen Tangens berechnen wollen, sagen wir auch Sinus von, übergeben das Argument, gell? Und tschüss, fertig, gell? Wie wir das machen, da den Sinus berechnen, gell? Das sagen uns die Mathematik, ja, sie sagen es uns schon, das werdet ihr dann auch sehen, gell? Da gibt es dann Verfahren, um das auszurechnen, gell, und zu nähern, gell? Aber im Prinzip, wie wir es verwenden, ist dann ein Prinzip, das eben
deklarativ ist, gell? Wir sagen, was wir wollen. Wir wollen den Sinus berechnen, gell? Oder wir wollen den Sinus vom Tangens, von der Exponentialfunktion, von Logarithmus, von irgendetwas, gell? Also da gehen wir das Ganze verschachteln, gell? Und auf wunderbare Weise kommt dann das Richtige heraus, gell? Gell? Und so wunderbar ist die deklarative Programmierung, gell? Also man erklärt, was man möchte, gell? Und naja, das mit so die richtigen Fragen stellen, das ist dann die deklarative Programmierung, gell? Also da habt ihr ein Beispiel einer solchen Sprache, habt ihr im Biennium schon gesehen, ihr habt über Datenbanken gesprochen, gell? Und da habt ihr gesehen, dass in der Datenbank, weil auch in der Datenbank da, die ihr gehabt habt, in diesem, ja, in eurem Datenbankmanagement-System, habe es gesehen, da gibt es nicht nur die Möglichkeit, mit der Maus Abfragen zusammenzubauen, sondern man kann das auch anschauen, was dahinter ist. Und da steht dann ein SQL-Statement dahinter. Und dieses SQL-Statement, das ist deklarativ, gell? Also SQL ist eine deklarative Sprache, gell? Eine Sprache, in der man also nicht die Abfragen programmiert. Gell? Man programmiert aber, was man will. Gell? Man lernt in SQL, wie man die Fragen richtig stellt. Und dann ist das Database Management System, das aus der richtigen Frage dann den Ablauf zusammenbaut. Nicht der Programmierer, gell, baut den Ablauf zusammen, sondern dann das Database Management System. Der Programmierer muss die richtigen Fragen stellen. Das ist da bei dieser deklarativen Sprache interessant. Gell? Und ja, also SQL ist sicherlich die deklarative Sprache, die am häufigsten verwendet wird. Keine allgemeine Programmiersprache, gell? Aber eben für Datenbankzugriffe entwickelt, gell? Und eine Abfragesprache. Gell? Ja, zwei wichtige Konzepte, gell? Also, oder zwei wichtige Paradigmen, das Funktionale und das Logische. Gell? Also wer später an die Uni geht, gell? Der wird sicherlich irgendwo einen Professor treffen, der ihn da mit solchen Sachen noch ein bisschen quält. Gell? Also das Spiel geht dann weiter. Okay, ja, wir in der Schule, wir werden jetzt außer SQL vor allem mit imperativen Sprachen arbeiten. Gell? Und bei imperativen Sprachen haben wir mehrere Konzepte, die dem zugrunde liegen und die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben. Gell? Und ja, mit der Entwicklung der Hochsprachen haben sich genau diese imperativen Konzepte dann auch zuerst entwickelt. Und ja, das Erste, gell, ist das der strukturierten Programmierung. Gell? Also bei der strukturierten Programmierung haben wir Kontrollstrukturen zur Verfügung, um den Programmablauf zu gestalten. Gell? Also wir können eine Schleife zum Beispiel machen, gell? Wo wir dann einen bestimmten Teil unseres Programms wiederholen. Gell? Also er wird wiederholt, gell? Ja, solange eine Bedingung erfüllt ist. Gell? Also solange das stimmt. Gell? Oder wir bleiben in der Schleife, bis eine Austrittsbedingung erfüllt ist. Gell? Also man hat irgendwo eine Bedingung, die uns besagt, ja, ob man das wiederholen soll oder nicht, gell, das ist das Wichtige. Gell, Schleifen oder Alternativen, gell, also man geht ja nicht immer nur durch, gell, also es gibt ja manchmal auch Alternativen, gell, also das ist wie im Leben, da muss man entweder das eine oder das andere machen, eine Entscheidung muss man treffen und das auch im Programmablauf, gell, und dort, ja, auch vielleicht ohne den Benutzer zu fragen, muss man selbst eine Entscheidung treffen, gell, und diese Entscheidungen, gell, die helfen, einen Programmablauf zu gestalten. Und was wichtig ist, die Hardware versteht das nicht. Die Hardware, der Mikroprozessor oder der Prozessor, die unterstützen keine Kontrollstrukturen wie unsere Hochsprache. Gell? Die unterstützen aber was anderes, die unterstützen Sprünge. Go-to sagt man dazu auch oft. Gell? Und der Compiler oder der Interpreter, die müssen unsere Programme in Hochsprache in ein Programm in Maschinensprache oder Assembler übersetzen und dort finden wir dann eine Lösung mit Sprüngen. Gell? Aber jetzt muss man da aufpassen, gell? Also in den ersten Jahrzehnten der Informatik mit Computern, sagen wir mal so, gell? Dort hat es Sprachen gegeben, da wurde oft ein Go-To verwendet. Gell? Und dann, naja, da hat es einen gegeben, gell, das war ein großer Informatiker, das war der Herr Dijkstra.
Und der Herr Dijkstra, der hat 1968 da etwas geschrieben und hat da, geschrieben, dass man dieses Go-To eigentlich nicht verwenden sollte. Gell? Das war überhaupt nicht so logisch. Gell? Also da, zu der Zeit, gell, da haben alle wild mit Go-To da so solche Programme geschrieben, spring im Go-To hin, dorthin und so weiter. Gell? Also das sind wilde Sachen gewesen. Danach soll noch einer was verstehen. Gell? Okay? Und der hat da schon gesagt, na, das ist nichts Gescheiß. Gell? Also wir sollten Kontrollstrukturen verwenden. Gell? Und der hat dann den Begriff der strukturierten Programmierung auch geprägt. Gell? Okay? Und ja, schauen wir mal da. Gell? Also da, genau da ist beschrieben. Gell? Also, also er hat da dieses Statement abgegeben. Gell? Go to Statement, consider it harmful. Gell? Also aufpassen. Gell? Das war im 1968. Gell? Und Communication of the ECM, gell, also da ist das da eben dann veröffentlicht worden, gell, und er hat da eben über diesen Gebrauch von Go-To geschumpfen, gell, er hat eigentlich gesagt, gell, also den massiven Einsatz von Go-To, gell, und hat als Alternative die strukturierte Programmierung gefordert, gell, ja, das war doch nichts dran, gell, also da, da steht es dann nochmal auf Deutsch in seinem Artikel, gell, und, ja, später dann, gell, also das war 1968, 1972 hat er dann einen Vortrag, gell, auch den Begriff der Softwarekrise geprägt, das werden wir dann in TP noch sehen, gell, was dort passiert ist und was immer der Dijkstra dort gesagt hat, gell, Okay, ja, also, strukturierte Programmierung und kein Go-To, gell? Kontrollstrukturen, Schleifen, Alternativen sind die wichtigsten Grundlagen. Gell? Und sind unsere Programmiersprachen strukturiert? Und die Antwort heißt ja. Gell? Also wer Pascal gesehen hat, das ist strukturiert. Wer Java gesehen hat, ist strukturiert. Wer C gesehen hat, ist strukturiert, gell? Aber auch so Sprachen, gell, Skriptsprachen wie PHP, gell, oder JavaScript, die haben auch Kontrollstrukturen, gell? Also unsere Sprachen sind heute immer strukturiert, gell? Und aufpassen, gell, mit dem Go-To, gell, weil wer das Go-To einsetzt und da Sprünge macht, gell, der kommt dann in die Informatikhölle, gell? Also aufpassen. Jo. Das nächste Paradigma ist das Paradigma der prozeduralen Programmierung. Also das prozedurale Programmierparadigma besagt, dass wir einen bestimmten Code als Unterprogramm verwenden können. Das heißt, wir rufen den auf, der wird gemacht und dann kommen wir zurück und machen weiter. Gell? Also ein Unterprogramm. Und dieses Unterprogramm, das können wir aufrufen wie ein Befehl. Das wird dann eine Einheit, steht uns zur Verfügung, das wird gemacht und dann machen wir weiter. Gell? Und das ist auch so natürlich, dass man dieses Konzept als solches oft überhaupt nicht sieht. Gell? Man sieht den Unterschied nicht, ob das jetzt irgendwo ein Befehl ist, der was irgendwo ja, atomar ist, gell? Oder ob das zusammengebaut ist. Gell? Also in der Chemie haben wir die Moleküle, sind auch zusammengebaut und bilden ein Ganzes. Gell? Und unsere Unterprogramme auch. Gell? Also wir können also unser Unterprogramm aufrufen, gell? Es wird verarbeitet, wir kommen zurück zu unserem Code, dort geht es dann weiter. Gell? Beispiele. Also wer Pascal gemacht hat, der hat zum Beispiel Breitline gemacht. Gell? Und ja, hat er Breitline, dann hat er ein Argument übergeben und das wurde dann ausgegeben. Gell? Und ja, und wenn das Breitline gemacht wurde, dann ist man unterhalb dann unter dem Breitline im Code weitergegangen. Da ist niemand irgendwo auf die Idee gekommen zu sagen, ja, und wenn das Breitline nicht mehr zurückkommt oder so, gell? Nein, das macht es nicht, das macht schon alles richtig, gell? Okay? Also dieses Unterprogramm ist also ein Stück Code, das sich um die Ausgabe kümmert. Gell? Und wir können dieses Unterprogramm dann verwenden. Oder System out printline, gell? Also System out printline, gell? Also die Ausgabe in Java, wer dort Java gesehen hat, gell? Also ganz genau gleich als eine Konsolenausgabe in Java. Jo, und ja, ein paar Typen von Unterprogrammen, da hat es eben mehrere Konzepte gegeben, wie man Unterprogramme machen kann, gell? Aber jetzt mal drei, die ihr vielleicht schon kennt, gell? Oder benutzt habt, oder die ihr noch kennenlernt, also das erste, die Prozeduren, gell? Also da
Herr Nikolaus Wirth, gell, also der lustige Schweizer, gell, der Professor, der Pascal entwickelt hat vor ja, fast 50 Jahren, gell, der hat unterschieden, hat gesagt, naja, wenn mir ein Unterprogramm keine Antwort zurückgibt, dann ist es eine Prozedur. Und Breitline ist eine Prozedur, gell, weil wir können dem Breitline sagen, was es ausgibt und das war's, gell. Das Breitline sagt uns dann nichts. Also ist eine Prozedur, hat er gesagt, gell. Im Gegensatz zur Funktion. Einer Funktion kann ich ein Argument vielleicht übergeben oder auch mehrere oder keins und eine Funktion liefert mir ein Ergebnis zurück. Der Sinus von irgendetwas liefert mir ein Ergebnis zurück, ist eine Funktion. Gell? Okay, also viele Sprachen machen nur keine Unterscheidung. Zum Beispiel in C sprechen wir einfach immer von Funktionen, gell? Und sagen dann einfach aus der Definition der Funktion, es entweder ist. Gibt sie uns etwas zurück oder nichts, gell? Okay, aber wir unterscheiden dann im C-Programmieren nicht zwischen Funktionen und Prozeduren, gell? Ein anderes Konzept ist das Konzept der Methode, gell? Also in Sprachen, in objektorientierten Sprachen wie in C++ oder in Java, dort haben wir Methoden, gell? Und die Methoden, gell, die also in Klassen implementiert werden, die sind dort die Unterprogramme, gell? Und ja, ich werde es dann oft von Methoden sprechen, gell, in Informatik, gell, und die gehören dann zu einer Klasse und sind dann in einem Objekt verfügbar, gell. Okay, dann nächstes Konzept ist Konzept der modularen Programmierung, gell, und das ist ein wichtiges Konzept, weil dieses Konzept der modularen Programmierung erlaubt uns, ein Programm in Module zu zerlegen. Und wenn wir dann mehrere Module haben, dann können mehrere Leute daran arbeiten. Und das ist das wichtigste Konzept einer modularen Programmierung, eine Zerlegung des Problems in Teilprobleme, die wir dann auch informatisch als Code lösen können. Und die Teile, die kann man dann zusammengeben. Gell? Und dieses modulare Konzept erlaubt dann erst die Arbeitsteilung. Mehrere Programmierer arbeiten an einem Programm. Und ja, da haben wir sehr einfache Sachen, gell? Wie zum Beispiel in C. C erlaubt uns, ein Programm in mehreren Dateien zu schreiben. Gell? Also da Seppele schreibt ein Stück Kölle, Meudele schreibt ein Stück Kölle, da kann Seppele seinen Code kompilieren, Meudele kann ihren Code kompilieren und zum Schluss gehen wir die Teile linken. Gell? Das ist Konzept von C. Gell? Also ist eigentlich ja, einfach. Und genial, wenn man einfach sagt, okay, jeder schreibt seine Datei, gell? Sein Teil der Lösung ist in der Datei und zum Schluss gehen wir es dann einfach zusammenlinken und das war's dann. Gell? Also das ist ein sehr einfaches, rudimentäres Konzept der modularen Programmierung. Gell? Ja, wie geht denn das in Pascal? Gell? In Pascal geht es gar nicht. Gell? Pascal kennt keine modulare Programmierung. Will man doch zusammenarbeiten, dann muss mir jemand bestimmte Unterprogramme zum Beispiel schreiben oder bestimmte Code-Teile und ich muss sie dann einfügen in den Code. Gell? Das ist dann das Konzept von Pascal. Man hat keine Unterstützung für die modulare Programmierung. Man muss die Dinge zusammenkopieren. Erst später hat Turbo Pascal ein Konzept eingeführt. Das ist das Konzept da. Unit, gell? Und ja, die Pascal gesehen habt, gell? Ihr habt da Uses CRT gemacht vielleicht, gell? Und dadurch ist man dann ein Breitline oder ein Readline zur Verfügung, gell? Das ist nicht Pascal, das ist später eingeführt geworden und das ist ein modulares Konzept, gell? Also an den Units können mehrere Programmierer entwickeln und die kann man dann getrennt schreiben und zum Schluss dann eben gemeinsam benutzen, gell? Der Nachfolger von Pascal wäre eigentlich Modula gewesen, gell? Das ist der Herr Nikolaus Wirth gewesen, gell? Und der hat dann auch Modula geschrieben, aber Modula ist dann nie so populär geworden wie Pascal, gell? Also heute, nach fast 50 Jahren, gibt es Pascal immer noch, aber von Modula, ja, spricht eigentlich niemand mehr oder Modula 2 oder so, gell? Okay. Ja, das objektorientierte Paradigma. Das objektorientierte Paradigma ist zwar auch relativ alt, gell, das geht auch zurück auf Ende der 60er Jahre, ist also auch 50 Jahre alt. Und dieses Konzept macht etwas sehr Wichtiges. Dieses Konzept hebt die Trennung zwischen Abläufen und Daten auf. Also Abläufe und Daten in der Programmierung, die bilden eine Einheit, gell. Also es wird hier diese getrennte Behandlung aufgehoben, gell, und in
Programmiersprachen, die nicht objektorientiert sind, denkt man in der Entwicklung oft an die Abläufe. Gell? Die Abläufe sind so ein zentraler Punkt in der Entwicklung. Gell? Und die Daten, die sind dann oft sekundär und das ist gefährlich. Gell? Die Daten sind genauso zentral wie die Abläufe. Und die objektorientierte Programmierung, gell, die unterstützt genau das. Gell? Also dort werden eben Klassen dann beschrieben, die dann in Objekten instanziert werden. Gell? Und dort drinnen in diesen Klassen beschreiben sowohl die Daten als auch die Abläufe. Gell? Und das wird gemeinsam entwickelt und das ist schon sehr wertvoll. Gell? Okay? Also das sind die objektorientierten Sprachen. Ein anderes Konzept, gell, wäre dann zum Beispiel die Vererbung. Also die Vererbung ist ein wichtiges Entwicklungskonzept der objektorientierten Programmierung, wo man aus einer bestehenden Klasse, die man schon programmiert hat und fertig hat, gell, eine neue Klasse ableitet. Gell. Wenn jemand sagt, naja, ich mache jetzt ein neues Projekt, gell, und ich habe aber schon mal sowas gemacht, gell, also dann mache ich da eine Vererbung. Ich leite also das Neue vom Alten ab. Gell. Und das ist, unterstützt das Prinzip der Wiederverwendung in der Programmierung, gell? Und diese Wiederverwendung, wenn man nicht alles neu erfinden muss, gell? Das erlaubt uns dann eine effizientere Entwicklung, gell? Also die Objektorientierung erlaubt auch ein schnelleres Programmieren, wenn man so wollen. Gell? Also das da, und vor allem auch größere Projekte werden erst möglich. Gell? Also wenn man große Projekte hat und man muss die von Grund auf mit nicht objektorientierten Programmiersprachen schreiben, dann wird es schon aufwendig. Gell? Mhm. Ja, Sprachen, gell? Also Beispiele, C++, gell? Abgeleitet aus C. Gell? Und Java, gell? Also Java wird euch verfolgen hier bei uns an der Schule. Gell? Und das sind zwei große Beispiele für objektorientierte Sprachen. Gell? Ja, auf jeden Fall, das mit den Programmierparadigmen, gell, ist hier auch ganz nett erklärt auf Wikipedia, gell, wie so oft. Gell? Und hier sind noch andere Paradigmen mit erklärt, gell, die wir heute nicht betrachten wollen.